Ein Beispiel ist kam aus Lettland 1943. Das war zu Winter zu. Da sind wir an die Waggons ran und wir wollten die Türen aufmachen. Und da ist der Gestank rausgekommen, so wie es ja die Pest da drin gewesen. Da ist Mengele rumgelaufen, hat er gesagt, alle SS zurückziehen. Da haben wir die Waggons aufgemacht. Da waren die unterwegs, keiner kannte ja damals von denen reden. Das waren noch etliche, was noch etwas geatmet haben. Da waren die, wie man sagt, ganz Leichen schon, Muselmänner. Und da hatte alle SS zurückziehen müssen, weil der Gestank war so groß, dass wir auch selber nicht reingehen konnten. Die sind direkt verladen geworden auf die Wagen und gleich ins Krematorium, das heißt im Graben bei Krematorium 3, abgeladen geworden. Sind Sie da mitgefahren? Ja, müssten wir mitfahren damals. Und die sind nicht vergast worden, sondern gleich in den Graben? Direkt auf den Graben geschüttet. Und waren da noch Leute dabei, die gelebt haben? Ja. Nun, Herr Zeuge, wer war denn im Kanada-Lager Ihr Vorgesetzter? Sie sagten eben schon, Sie haben zwei Namen genannt.